Teufelsfrucht Awakenings sind in One Piece unfassbar special. Mit jedem Jahr werden Awakenings wichtiger in der Story. Die Welt von One Piece wird aber bald auf den Kopf gestellt, denn neben den klassischen Awakenings hat Vegapunk auch das Awakening von künstlichen Teufelsfrüchten in den Raum geworfen. In diesem Video möchte ich gerne mit euch etwas über diese Thematik quatschen. Doch zuerst müssen wir uns die Infos anschauen, die wir bisher zu den Awakenings haben. Wir kennen bisher 10 bestätigte Awakenings in der Story, Eki wäre Nummer 11. In der Story wurde aber noch nicht gesagt, dass er ein Awakening hat. Sein Design lässt aber sehr stark darauf schließen. Bisher haben wir auch nur Awakenings von Zoan und Paramezia-Früchten gesehen. Bei den Paramezia-Awakenings wird die Umgebung in die Fähigkeit der Frucht verwandelt, Doflamingo verwandelt seine Umwelt in Fäden, Katakuri kann seine Umgebung in Mochi verwandeln. Bei Zoan-Früchten sorgt ein Awakening zu erhöhten regenerativen Fähigkeiten und anscheinend zu einer neuen Form. Zumindest bei einigen Zornfrüchten. Die Wächterbestien im Impel Down hatten Teufelsfrucht Awakenings, ihr Design ähnelt jedoch nicht dem von Lucky oder Eki. Hier wurden bereits Vermutungen aufgestellt, dass das Awakening der Wächterbestien erzwungen wurde, wodurch sie nicht ihre wahre Awakening-Form erhalten haben. Dieser Gedanke gefällt mir. Es würde auch implizieren, dass Choppers Monster Point ein erzwungenes temporäres Awakening wäre. Denn Choppers Monster Point, zumindest vor dem Timeskip, erinnert stark an die Wächterbestien aus dem Impel Down. Die Gorosei haben darüber gesprochen, dass Zoan-Früchte ihren eigenen Willen haben. Vegapunk meinte, dass man die Bestie in der Frucht kontrollieren müsste. Bei den Wächterbestien kann es also sein, dass das Biest in der Frucht die Kontrolle über sie übernommen hat und sie dadurch dann willenlos wurden. Wir wissen aktuell immer noch nicht, wie Awakenings getriggert werden. Außerdem haben wir aktuell in der Story noch nicht gesehen, wie ein Logia Awakening eingesetzt wird. Das wird aber safe im Eckert Arc noch passieren. Die neue populäre Theorie zu den Teufelsfrucht Awakenings besteht daraus, dass ein Awakening dann getriggert wird, wenn der ursprüngliche Wunsch für die Entstehung der Teufelsfrucht mit dem aktuellen Wunsch des Nutzers synchronisiert wird. Es würde also nicht per se um die Stärke des Charakters gehen, sondern um den wahren Grund, weshalb die Fähigkeiten der Frucht entstanden sind. Diese Theorie ist entstanden, als Vegapunk seine These zur Entstehung der Teufelsfrüchte geäußert hat. Laut Vegapunk sind Teufelsfrüchte aus den Träumen und Bedürfnissen der Menschen entstanden. Diese Methode zum Erhalten von Teufelsfrüchten scheint aktuell aber nicht mehr zu funktionieren. Neben den klassischen Paramezia, Logia und Zoan-Früchten hat Oda im Punk Hazard Arc auch einige künstliche Teufelsfrüchte in die Story geschrieben. Im Sabaody Arc gab es bereits ein Foreshadowing dazu. Disco, der Besitzer von dem Human Auction House, telefonierte mit Doflamingo. Dort verkündete der ehemalige Tenryubitu, dass ihm die Sklaverei nicht mehr interessierte. Nun sei das Zeitalter der Smile gekommen. Im Punk Hazard Arc werden uns dann die Smile-Früchte vorgestellt. Es handelt sich dabei um künstliche Zoan-Früchte. Jedoch bekommt man, wie wir später in der Story herausfinden, nicht vollständige Zornfähigkeiten, sondern eher eine auf Wish bestellte Version davon. Man fusioniert durch Smile-Früchte mit einem Tier und dann teilweise aber auch echt auf eine unvorteilhafte Art. Die Smile-Früchte werden durch die Hilfe von Caesars SAD und den Botaniker-Skills der Tontata erstellt. Die Smile-Früchte haben jedoch ein klares Problem. Die Success-Rate für den Erhalt von Smile-Fähigkeiten beträgt lediglich 10%. Das heißt, gefühlt nur jede 10. Frucht ermöglicht einem besondere Fähigkeiten. Falls man zu den anderen 90% gehört, dann hat man die Nachteile von Teufelsfrüchten, ohne jedoch eine Fähigkeit im Gegenzug zu erhalten. Außerdem muss man durch den Verzehr einer Smile-Frucht unkontrollierbar lachen. Kaido als eine Art Fake-Joyboy sorgt mit den Smile-Früchten also für erzwungenes Lachen bei seinen Untergebenen. Sie können ihre wahren Emotionen nicht mehr repräsentieren. Also wer im One Piece Universum freiwillig eine Smile-Frucht verzehrt, hat wirklich irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren. Wenn du ein Teil der Beast-Piratenbande bist und keine richtige Teufelsfrucht hast, dann bleibt dir wohl keine Wahl. Neben den Smile-Früchten von Caesar und Doflamingo hat Oda aber natürlich auch ein Gegenstück eingebaut. Caesar ist nicht der Beste, wenn es darum geht, künstliche Teufelsfrüchte zu entschaffen. Es gibt einen Charakter im One Piece Universum, der dazu viel besser in der Lage ist. Nämlich the one and only Professor Vegapunk. In Kapitel 684 führt Oda eine künstliche Teufelsfrucht in der Story ein, die nicht zu den Smile-Früchten gehört. Hierzu habe ich auch schon ein paar Diskussionen gehört. Smile-Früchte und Momos Teufelsfrucht sind beides künstliche Zornfrüchte, jedoch ist Momos Teufelsfrucht keine Smile-Frucht. Sie wurde nämlich nicht durch das SAD erzeugt, sondern durch den Lineage-Faktor von Kaido. Im Flashback von King haben wir erfahren, dass an Kaido und King of Punk Hazard geforscht wurde. Der Lineage-Faktor wurde von beiden Charakteren dann entnommen. In demselben Kapitel, wo die künstliche Zornfrucht zum ersten Mal gezeigt wird, lernen wir natürlich auch Kozuki Momonosuke kennen. Damals noch in seiner Chibi-Drachenform.
Wollt ihr euch ein bisschen alt fühlen? Der Reveal von Momo war 2012. Einfach ganze 11 Jahre schon her. Einen wichtigen Aspekt müssen wir aber noch besprechen. Bei der Einführung von Momos Teufelsfrucht wurde uns gesagt, dass es sich dabei um eine fehlgeschlagene Teufelsfrucht von Vegapunk handelt. Deswegen wurde die Frucht in dem verlassenen Labor auf Punk Hazard zurückgelassen, doch im weiteren Verlauf der Story beginnen die ersten Zweifel bezüglich dieser Aussage. Schauen wir uns dazu einmal die wichtigsten Momente im Leben von Momonosuke an. Der zukünftige König der Piraten und der zukünftige Shogun von Wano Kuni lernen sich auf einer Müllheide auf Punk Hazard kennen. Ruffy verwechselt den Mini-Shenlong erst als eine Schlange, die er snacken kann, dann sagt Ruffy noch die berühmten Worte, dass er Momo nicht erklären kann, wie er sich zurückverwandelt, weil er ja selbst nicht im Besitz von einer Zoanfrucht ist. Ja, diese Worte sind auf jeden Fall nicht gut gealtert. Kurze Zeit später gelingt es Momonosuke, kleine Flammenwolken zu erschaffen, mit denen Ruffy und ihm dann die Flucht aus der Müllheide gelingt. Durch diese erste Szene mit Momonosuke erfahren wir also, dass Momo durch seine künstliche Teufelsfrucht eine vollständige Zoanform hat und anscheinend auch damit Flammenwolken erschaffen kann. Im Krieg auf Onigashima erfahren wir dann, dass Momonosukes künstliche Teufelsfrucht durch Vegapunks Forschung an dem Lineage Factor von Kaido entstanden ist. Im Gegensatz zu den Smile-Früchten war Momo aber in der Lage, dieselben Fähigkeiten einzusetzen wie Kaido auch. Er konnte sich in einen Drachen verwandeln und er konnte Flammenwolken zum Fliegen produzieren. Durch die Reifung von Shinobu war Momo dann auch in der Lage, eigene Flammenwolken zu produzieren, die bestimmte Objekte zum Schweben bringen können. Momo konnte Onigashima kurz vor dem Fall aufhalten. Als Aramaki dann die Hauptstadt der Blumen angreifen wollte, verteidigte Momo die Insel mit der Hilfe von seinem Boro-Breath. Das heißt, auch diese Fähigkeit von Kaido konnte Momo einsetzen. Zu diesem Zeitpunkt wurden dann auch die Zweifel immer größer. Warum war Momos Frucht ein Fehlschlag? Denn eigentlich kann er ja all das machen, wozu Kaido auch in der Lage ist. Im Egg-Attack haben wir dann die Antwort dazu bekommen. Vegapunk, unser alter Perfektionist, sagt einfach, dass die Farbe von dem Drachen der Grund für den Fehlschlag war. Statt einem blauen Drachen wurde ja Momo zu einem pinken Drachen. Auch wenn alle anderen Eigenschaften der künstlichen Tsuru-Frucht ein Erfolg waren, reicht das für Vegapunk nicht aus. Es ist eben kein voller Erfolg und diese Aussage von Vegapunk impliziert noch viel mehr. Vegapunk ist anscheinend in der Lage, Zoan-Teufelsfrüchte zu kopieren, lediglich bei der Farbe scheint er jedoch zu strugglen. Zumindest behauptet er das. Ich vermute viel eher, dass Vegapunk das Ganze bewusst irgendwie sabotiert hat, um für die Weltregierung keine echten Zoan-Teufelsfrüchte kopieren zu müssen. Stellt euch mal vor, Vegapunk würde unendlich Serio-Früchte für die Marine herstellen, damit jeder Marinesoldat diese Fähigkeiten hat. Stellt euch mal Marinesoldat Ratte oder Full Buddy mit der Serio-Frucht vor. Das wäre doch irgendwie nur unfassbar broken, aber auch irgendwie funny. Im Egghead-Arc droppt Vegapunk aber noch einige Infos rund um seine Teufelsfrucht-Forschung. Vegapunk hat nämlich zu jeder Teufelsfrucht-Kategorie Forschung und Ableitung angestellt. Durch diese Forschung konnte Vegapunk dann verschiedene neue Erkenntnisse gewinnen. Diese Insights wurden dann in diversen Projekten von Vegapunk umgesetzt. Vegapunk ist laut eigener Aussage in der Lage, vollständige Zoanfrüchte zu kopieren. Die Frucht von Momo bildet den Beweis dafür. Vegapunk war mit der Hilfe von Kaidos Lineage Factor in der Lage, eine künstliche Serio-Frucht herzustellen. Bei den Zoan-Früchten scheint Vegapunk in seiner Forschung am weitesten zu sein. Bei den Paramezia-Früchten ist er aber auf einem ähnlichen Niveau. Mit der Hilfe von dem Lineage-Faktor eines Paramezia-Nutzers kann Vegapunk eine Art grünes Blut erschaffen. Der Charakter, der dieses grüne Blut in sich trägt, hat dann noch die Fähigkeiten von dem Nutzer, von dem der Lineage-Faktor entzogen wurde. Bisher haben wir aber nur Seraphims mit diesem grünen synthetischen Blut gesehen. Die Seraphims sind ja Klone der Samurai der Meere, inklusive grünem Blut und dem Lineage-Faktor von dem Lunarian King. Das heißt, Vegapunk kann sogar mehrere Lineage-Faktoren in einem Klon kopieren. Bei der Forschung zu Paramezia-Früchten ist es Vegapunk gelungen, die Fähigkeiten zu kopieren, aber eben nicht richtige Paramezia-Früchte zu erschaffen. Das ist der entscheidende Unterschied zu seinen Zoan-Forschungen. Bei Vegapunks Forschung zu Logia-Früchten sieht das Ganze aber noch etwas anders aus. Hier ist Vegapunk lediglich in der Lage, vereinzelte Eigenschaften wie zum Beispiel die Laserstrahlen von Kizaru zu kopieren. Er ist jedoch nicht in der Lage, alle Fähigkeiten einer Logia-Frucht zu kopieren, geschweige denn eine künstliche Logia-Frucht zu erschaffen. Doch laut Vegapunk ist das alles nur eine Frage von Zeit und den nötigen finanziellen Ressourcen. Vegapunk fragt sich auf Egghead auch, ob künstliche Teufelsfrüchte ihr Awakening triggern könnten. Davon gehe ich safe aus. Denn die eine vermeintliche fehlgeschlagene Teufelsfrucht von Vegapunk könnte der Schlüssel zu dieser Frage sein. Wir werden im Laufe der Story sicherlich das Awakening von einer künstlichen Teufelsfrucht zu sehen bekommen. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es Momo gelingen wird, seine Teufelsfrucht zu erwecken. Oder hat sich bewusst dazu entschieden, das Awakening von Kaido im Krieg auf
vordergründiger Shima nicht zu thematisieren. Es ist weiterhin unklar, ob Kaido sein Awakening hat oder eben nicht. Ich glaube mittlerweile, dass es Kaido nicht gelungen ist, seine Frucht auf ein neues Level zu bringen. Der Grund könnte ganz simpel sein. Wenn wir Vegapunks These glauben, dass die Fähigkeiten der Teufelsfrüchte durch Wünsche und Bedürfnisse entstanden sind und das Awakening nur getriggert wird, wenn der aktuelle Nutzer der Fähigkeiten denselben Wunsch hat, wie der ursprüngliche Nutzer der Fähigkeiten auch, dann würde es Kaidos fehlendes Awakening erklären. In der japanischen Mythologie wird der Azurdrache als der Wächter von Kyoto angesehen. Was ist also, wenn in One Piece die Fähigkeiten der Seryu-Frucht entstanden sind, um eine bestimmte Insel zu beschützen? Was ist also, wenn das Awakening der Frucht nur getriggert wird, wenn man seine Heimat verteidigt und sie nicht wie im Fall von Kaido unterdrückt? Kaido hat seine Fähigkeiten nicht dafür eingesetzt, wofür sie ursprünglich vorgesehen waren. Momos Wunsch, Wano zu verteidigen, würde sich perfekt mit diesem hypothetischen Wunsch der Frucht synchronisieren. Oder hat uns Momos Hybridform im Wano-Arc nicht gezeigt? Hier erwartet uns also noch eine weitere Form, die uns Momo sicherlich im finalen Krieg zeigen wird. Es kann durchaus sein, dass Momo im finalen Krieg ein ähnliches Power-Up bekommt wie im Krieg auf Onigashima. Was ist, wenn er das Awakening seiner Frucht triggert, weil er Wano vor der Weltregierung beschützt? Interessanterweise hat Momo genau damit am Ende vom Wano-Kuni-Arc angefangen, indem er sich mit den roten Schwertscheiden Aramaki in den Weg gestellt hat. Momos Awakening wird das erste Awakening einer künstlichen Teufelsfrucht in der Story sein. Vegapunk würde dadurch dann auch beweisen, dass er in der Lage ist, alle Facetten einer Zuan-Frucht zu kopieren. Falls Kaido sein Awakening nicht hat, würde es uns das richtige Awakening der Seryu-Frucht präsentieren. Gemeinsam mit Yamato und ihrer Okuchi no Makami-Frucht hätten wir dann zwei Wächter für das Land der Samurai. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zum Ende der Story eine künstliche Logia-Frucht zu sehen bekommen. Immerhin sagt Vegapunk, dass man mit genügend Zeit und Ressourcen noch diese Fähigkeiten vollständig kopieren kann. Daher mal schauen, ob wir das noch zu sehen bekommen. Was ist deine Meinung zu dieser ganzen Thematik? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an die Romancers Patreons und YouTube-Mitglieder von Dorteregnon, Swiss Grim, Meier Meier, Felix Musonier, Diego 727, Alexander Jensch, Postmeier, Matthias, Mr. Goodlife, Carlo und Princip Domdom 09 aussprechen. Vielen lieben Dank für euren Support und vielen Dank auch an diese Patreons und YouTube-Mitglieder. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Take care. Ciao.